Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin Flo und heute habe ich das Empire Over Jedi City Set für euch von Mulking. Das hat die Nummer 21007 und laut Packung 5162 Teile, um genau zu sein. Und gucken wir uns mal ganz kurz die Packung an. Die sieht ja schon mal, wie ich finde, sehr ansprechend aus und schick aus. Bisschen verbeult leider, ein bisschen kaputt, aber nun gut, weiß drum, ist ja nur die Packung. Und hier hinten seht ihr noch mal ein paar Details von dem Set. Also ich bin schon mal ganz gespannt drauf. Zumal ja auch die Mulking Steine Qualität am besten sein soll im Moment. Und hier oben steht es noch mal drauf, einfach noch mal groß. Und unten ist nichts weiter drauf. Also der Karton ist schon mal ziemlich groß. Auch ein großes Set, denke ich mal, nicht wahr? Und ich freue mich schon, aber rede ich mal nicht so viel, sondern machen einfach mal die Schachtel auf und gucken mal rein. Also fangen wir mal an hier oben und an den Seiten. Na, das mal hinlegen. So, guck, ob das schon reicht. Oh Gott. Drehen wir das mal um. So. Also ein Karton haben wir hier und da ist noch einer drin, den so rauskriegen, der will nicht, schütteln wir mal ein bisschen. Der will nicht. Ah. Der Karton ist leider ein bisschen verbeult wahrscheinlich, deswegen klemmt er hier fest. Jetzt haben wir ihn gleich. Puh. Na, sagen wir mal. Geschafft. So, also zwei Kartons. Jo. Da steht immer ein A drauf und dort steht ein B drauf. Aha. Also ich würde mal sagen, machen wir mal den A-Karton als erstes auf. Mal gucken, ob es hier irgendwo eine Öffnung gibt. Offenbar nicht. Dann machen wir einfach mal hier die Lasche auf und gucken da rein. Ich hole mal alles so raus. Ne? So. Also, als erstes haben wir hier Müll. Und die etwas mitgenommene Anleitung sieht schon mal ganz nett aus. Und oh, das sieht doch schon ganz schön gedruckt aus. Schön sauber. Und ordentlich der Print. Das sieht auf den ersten Blick schon mal gut aus. Und was haben wir hier? Die einzelnen Tüten. 1, 2, 3, 4, 5 an der Zahl. Alle dick nummeriert. Ach genau, mal gucken, ob das hier auch nach Bauabschnitten sortiert ist. Das weiß ich jetzt gar nicht. Lässt sich jetzt hier auf dem ersten Blick gar nicht erkennen. Hm. Scheint nicht so. Egal. Also gucken wir mal. Tütchen sind mit so einem Zipper hier oben zugemacht. Ja, das sieht alles kunterbunt aus. Einzeln sieht dann auch nochmal eine Nummerierung. Mal aufgeklebt. Sind alle unterschiedlich. Also. Das sieht schon mal ganz lustig aus, alles durcheinander. Machen wir mal den zweiten Karton auch noch auf, wie es darin aussieht. Noch mehr Tütchen. So, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und die, also 11
abgepackte Tütchen und zwei extra Tütchen. Also das sieht doch mal alles ganz gut aus. Ich mache gleich nochmal alle Tütchen extra auf und zähle die kleinen Tüten nochmal durch. Ich schreibe es dann, glaube ich, in die Videobeschreibung Ende rein. Also fange ich wie immer mit dem Aufbauen und wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß und bis gleich. Thank you.
So, Freunde, da bin ich mit dem fertigen The Empire Over Jedi City Set. Tolles Set. Es sieht wirklich sehr gut aus. Gefällt mir auch sogar schon gut. Hammer Set, finde ich. Das Set hat übrigens 53 Tüten. Ich habe nachgesehen, wie gesagt, 53 Tüten, die leider nicht nach Bauabschnitten sortiert sind. Also das Set hat hier, die Anleitung hat keine Bauabschnitte, nicht sortierte Tüten. Ihr müsst alle 53 Tüten aufmachen, über 5000 Teile. Die Steine sind nur noch Farbe und Form sortiert. Und ihr müsst euch halt die passenden raussuchen, was natürlich ein bisschen nervig sein kann. Und vor allem auch, guckt euch mal hier diese einzelnen, sieht man es hier, Baumschnitte an. Also ihr müsst euch da sehr viele Teile raussuchen. Unten bei diesem Kranz hier, dem Felsen, den ihr aufbaut, der wirklich Schicht für Schicht, Platte für Platte aufgebaut wird und immer eine ganze Etage. Also müsst ihr euch da ziemlich viele Teile raussuchen, was ziemlich nerven kann. Allerdings, die Steinequalität ist top. Ich hatte keine fehlenden Teile, keine geschmolzenen, verbogenen oder sonstigen komischen Teile. Es sind wirklich alle da, alle top, alle ganz. Ich habe sogar wieder ganzen großen Haufen Steine über. Alle Farben, alle Größen, alles dabei. Und ja, also Steinequalität ist top. Klemmkraft ist auch super, gibt es gar nichts zu meckern. Top einfach. Wie gesagt, 53 Tüten, ihr müsst alle aufmachen. Kann ein bisschen nervig sein. Allerdings, was viel nerviger ist, ist die Anleitung. Die ist zwar hübsch gebunden und hübsch gedruckt, auch von der Farbtreue und alles, ziemlich gut. Allerdings, ich blende es euch mal ein, es gibt echt viele Unstimmigkeiten und von ein großes Problem ist, wenn man hier unten dieses Podest vor allem baut, den großen Felsen, es ist alles nur aus einem Winkel fotografiert, abgebildet und dadurch entstehen natürlich auch tote Winkel und in den toten Winkel kann man nicht erkennen, wo die Steine genau hin sollen. Also müsst ihr durch viel improvisieren oder schon vorahnen, wo die Steine hin sollen. Gut, wer schon ein bisschen öfter gebaut hat, vielleicht kein Problem. Für Anfänger bestimmt ein bisschen schwieriger und nerviger. Es sind auch schwebende Teile eben verbaut. Darunter ist keine Noppe, also ihr könnt den Stein nicht befestigen. Er schwebt einfach und erst im nächsten Bauabschnitt könnt ihr dann unten wieder andrücken. Also müsst ihr euch dann manchmal einen Stein vormerken und okay, im nächsten Bauabschnitt kommt er ran. Auch nicht so gut gemacht. Ja, die Bauanleitung hat leider viele kleine Mängel. Auch hier oben bei der Stadt ist mir aufgefallen. Da hat dann plötzlich im nächsten Bauabschnitt einfach eine kleine Noppe mehr, einen Stein abgebildet, der vorher gar nicht da war und auch überhaupt nicht dahin soll. Auf einmal ist er da. Na gut, ich habe ihn einfach wieder hingepackt. Ist jetzt auch nicht weiter tragisch, aber es sind halt viele solche kleine Sachen, auch hier irgendwo innen drin, ich weiß nicht mehr wo. Da sollen zwei Stangen verbaut werden, im Endeffekt passt aber halt nur eine. Und was auch ein großer Mangel ist hier dieser Turm, was schon mal lustig ist. Ihr seht, bei mir ist der halt zwei Noppen breit, aber wenn ihr mal auf die Anleitung, auf den Karton oder sonst wo guckt, ist es immer nur der Turm eine Noppe breit. Auch schon mal komisch, passt halt nicht. Dann die Position des Turms ist auch falsch oder hier beim Sternzerstörer die Position ist falsch. Und zwar ist bei dem Sternzerstörer unten ein kleines Loch, wo dieser Turm dann halt rein soll, sodass es dann halt schön gerade steht und stabil und nicht runterrutschen kann. Bei mir ist es jetzt in dem Loch drinne, weil ich den Turm versetzt habe. Sonst würde der Turm halt immer so schräg stehen, weil das Loch ein bisschen weiter vorne ist und der Turm so. Also müsste, sieht halt total beschissen aus. Also habe ich den Turm ein bisschen versetzt nach mehreren Versuchen. Hatte ich auch noch Teile über von dem Sockel. Habe ich dazwischen geklemmt. Ich zeige es euch gleich mal, wie es aussieht. Und wie gesagt, ich habe den Turm eigentlich nur eine Noppenbreite nach links versetzt zum Randchen und den Turm einmal umgedreht. Sonst geht es nämlich auch nicht. Und jetzt passt es genau in das Loch rein, wie es auch sein soll. Und es fällt ehrlich gesagt auch, denke ich mal, überhaupt gar nicht auf, ob der Turm jetzt da steht oder ein bisschen weiter innen drin. Ist, glaube ich, total egal. Also den müsste man ein bisschen modifizieren, wenn man es wirklich so machen möchte, dass es ins Loch passt. Sonst geht es halt nicht, wie die Anleitung hier. Die ist halt nicht gut gemacht. Ansonsten alle das Raumschiff oben ging gut aufzubauen mit der Anleitung. Da gab es eigentlich keine Probleme. Es ist, wie gesagt, der Sockel hier und der Stadt mit dem Turm sind die größten Probleme und mit dem toten Winkel. Ansonsten aber finde ich, ist es eigentlich relativ einfach und mir hat sogar am meisten Spaß gemacht, hier die Stadt aufzubauen. Diese kleinen einzelnen Fummeldinge. Ich weiß nicht wieso, es hat echt Spaß gemacht. Und ein kleiner Nachteil noch, aber für mich jetzt nur, ist hier diese Triebwerke. Die sind diese Halbschalen drin, die sind relativ lose und manchmal von ganz alleine ein bisschen bewegen, zack, dann Kullern, die sind noch unten, sieht natürlich beknackt aus, ist jetzt aber kein wirklicher Mängel, das ist halt so. Muss ich nur wieder gerade machen. Da das Modell ja sowieso nur rumsteht, ist ja kein Spielmodell, also total zu vernachlässigen. Dann,
ist mir am Anfang ein kleiner Fehler unterlaufen. Hier diese, ich nenne es mal Popelfarbe, habe ich am Anfang für hellgrau gehalten. Und ich habe dann auch so gesehen, ein paar hellgraue Teile ohne diesen Sockel verbaut. Ich habe es dann noch rechtzeitig gemerkt, es war noch relativ oben, habe sie wieder abgemacht. Aber ganz zum Schluss, als ich hier oben den Sternzwischen gebaut habe, hat mir noch tatsächlich ein Teil gefehlt. Ein Wedge. Ja, und wo war der? Genau, hier ganz unten irgendwo versteckt. Es war natürlich eine Fummelarbeit. Ich habe den dabei irgendwie rausoperiert und es getauscht. Also, wenn ihr das Ding aufbaut, passt auf. Hier unten kommt kein Hellgrau rein, nur diese Popelfarbe. Das Hellgrau kommt nur hier oben rein. Nur so als Warnung. Aber wie gesagt, echt hübsches Set. Sieht verdammt gut aus. Auch die Qualität der Steine vom Mulking ist top. Ich glaube, die benutzen ja Go-Bricks-Steine, wie die heißen, genau. Einfach Top-Modell. Das Mulking-Modell kann ich echt empfehlen. Wie gesagt, die Anleitung hat ein paar Tücken. Muss man ein bisschen aufpassen, aber es geht. Wie gesagt, ich hatte auch keine Fehlteile dabei. Einfach ein schönes Set und über 5000 Teile. Also man hat schon was zu tun. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über Like und Abo freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.